Hallo, ich bin Oberfeldwebel Tobias. Ich bin eingesetzt im IT-Bataillon 281. Hinter mir ist der ATT, sprich Antennenturm. Dieser kann bis zu 23 Meter ausgefahren werden und ich sorge dafür, dass die Kommunikation zwischen zwei ATTs gewährleistet ist. Hier hinten sieht man den Fahrzeuganschaltkasten. Hiermit kann ich dann quasi alles steuern und koordinieren. Die Höhe des Turms variieren oder auch die Elevation, das heißt die Antennen, wie ich die klappen möchte. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, da ist mein Trägerfahrzeug. Auf dem Trägerfahrzeug ist eine FM2-Kabine. In dieser FM2-Kabine halte ich mich größtenteils auf als Truppführer. Wie die FM2-Kabine ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Hier sind meine einzelnen Richtfunkgeräte. Und damit kann ich halt die Frequenzen einsteuern, die mein ATT weiter verschlüsselt. Ja, das ist mein Arbeitsbereich. Wenn der ATT aufgebaut ist, halte ich mich hier größtenteils auf. Hier ist mein Arbeitsblattrechner. Hier gebe ich alles Mögliche ein. Sei es Frequenzen, sei es die Überwachung, wie viel Treibstoff habe ich eigentlich noch, um mein System am Laufen zu halten. Hier habe ich meinen Netzwerkschrank. Da sind alle wichtigen Bauteile verbaut, wie Router, meine Switche und auch meine Serialwandeln. 2012 habe ich quasi mein Abitur gemacht. Hatte dann quasi ein Jahr beim DRK als Blutspendefahrer und bin dann zur Bundeswehr gekommen. Die Bundeswehr hat mir dann verschiedene Lehrgänge angeboten, darunter auch die zivile Aus- und Weiterbildung als IT-Systemelektroniker. Die meiste Tätigkeit, die mir am meisten Spaß macht, ist quasi der Aufbau selber. Hier wird gerade der ATT auf seine 9,5 Meter ausgefahren.